heute mit, ja, flieg mit mir, heute nach Havana. Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen. Keiner so schön wie du. Zu viele Fantasien in meinem Kopf. Leute, neues Pack-Opening hier auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Like, da macht die 1000 Likes voll, wenn ihr weiter Bock habt auf neue Pack-Openings. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Also lasst gerne ein Like da. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ja, aktiviert einfach die Glocke, kriegt in Zukunft immer eine Nachricht. Wenn die Videos online gehen, verpasst ihr nichts mehr. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer bestes Pack war in FIFA 21. Schreibt es mal gerne unten rein. Ich bin gespannt, was ihr so gezogen habt. Und gucken, ob der ein oder andere schon den ein oder anderen saftigen Spieler am Start hatte. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Gönnt euch die nice Designs. Schwarz, weiß, orange, blau, rot, grün. Die Camouflagefarben, Kissen, Tasten, Turmbeutel. Vieles mehr. Gratis Autogrammkarte zu eurer Bestellung dazu. Gönnt euch. Ich würde mich sehr freuen. Ihr unterstützt mich natürlich mit dem Kauf. Wäre sehr, sehr nice. Und nicht vergessen, checkt meine Songs aus, Leute. Till, sag ich schon. Spotify, iTunes, Amazon Music und Co. Überall heiße ich Till FIFA Gaming. Gerne reinhören. Ich würde mich sehr freuen. Hört auf Dauerschleife. Tag und Nacht. Und direkt schneidet ihr den Weekend League besser ab. Ich sag's euch, ihr kommt direkt Top 200. Ihr wollt die Spiele direkt schnell durchziehen, damit die Musik aus eurem Ohr verschwindet. Ich sag's euch, ja. Checkt's aus, Leute. Checkt die Alben aus, ja. Album ist online. Songs sind online. Spotify. Link ist in der Beschreibung. Oder wie gesagt, Till FIFA Gaming. Wir schauen ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Komm. Gönn einfach mal was Feines. Come on. Das. Mann, Alter, was ist das, Diggi? Ey, da nehmen wir schon das Frankreich-Trikot, da kommt sogar ein Spieler von Paris Saint-Germain und dann wird das verdammt nochmal Navas. Bruder, es ist fast wäre unser Plan aufgegangen. Fast. Aber nur fast, Alter. Fast wäre der Plan aufgegangen. Haut hier noch den Golfball weg, ey. Meine Fresse. Es regt mich so auf, diese Twitter-Walkouts sind so nervig in den Packs. Das ist unfassbar, Digga, wirklich. Das ist unfassbar. Es gibt zu viele verdammte Torwart-Walkouts, Alter. Immer kommen diese verdammten Walkouts auf der Torhüterposition. Es regt so auf. Vor allem, die Scheiße ist, hätte der Typ wenigstens 89. Digga, würde ich sagen, okay, da können noch ein paar Walkouts hinter sein. Aber Digga, der hat 87. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt überhaupt noch ein Walkout hinter ist, ist schon gering. Von zwei wollen wir gar nicht reden. Ja? Da wird wahrscheinlich jetzt noch ein 86er hinter sein und dann sind wieder drei 85er. Ja? Das ist wieder traurig, Alter. Da hast du zwei von... Ja, vielleicht sind da auch wieder 4,85er drin. Das könnte natürlich auch sein. Dann wäre es quasi das drittschlechteste Pack. Erstschlechteste Pack, also schlechteste Pack sind 4,85er, zweitschlechteste 1,86er, 4,85er. Drittschlechteste Pack wären dann 1,87er und 4,85er, Alter. Also könnten hier auf jeden Fall das drittschlechteste Pack überhaupt von den Kollegen ziehen. Wir gucken mal. 3, 2, 1. Ich will es gar nicht sehen, Alter. Ey, will es eigentlich gar nicht sehen. Ah, hier die Post. Oh, okay, Firmino. Warum? Da gibt wenigstens Firmino vorne, Alter. Wäre wenigstens fresh gewesen, Alter. Firmino vorne wäre doch mal wenigstens was Nices gewesen. Dann sind auch immer diese Torhüter vorne. Warum ist Navas jetzt vorne? Kann mir das mal einer verraten? Pack doch Firmino nach vorne. Der ist hundertprozentig sogar mehr wert als so ein Navas. Pack doch einfach immer bei den Walkouts den wertvollsten Spieler vorne hin. Wenn die dasselbe Rating haben, ne? Dann einfach den wertvollsten. Das Pack ist eigentlich stabil, weil wir auch noch Rushford drin haben. Chiellini also 3 von 5. Oder wie immer, was habt ihr aus eurem 85er Pack gezogen? Das könnt ihr auch gerne reinschreiben, ja? Ab in die Kommentare, Leute. Okay. Danke euch für euren Support. Wir starten rein, Leute. Die Nase ist Packlachs. Gib mir einfach was Blaues. Oder ein Icon. Nehme ich auch. 3 zu 1. Let's go. Gönn was, Bruder. Come on, Dick. Come on, es wird nix. Blaues, leider. Scheiße gelaufen. Belgien. Da kann ich die Bräune werden, Torwart. Da, Courtois gibt es nur. Scheiße, Alter. Real Madrid. Thibaut Courtois. 89 rated. Angelt erstmal seine eigene Karte da weg. Eiskalt, Digga. Angel die Maria, Alter. Unfassbar. Na gut. Das Ding ist, es gibt zwei. Mertens hat 185. Ich glaube, es gibt zwei belgische Walkouts. Kann das sein? Ich glaube schon, Digga. Ich glaube, es gibt nur Courtois und die Bräune. Überlegen. Gibt es einen anderen belgischen Walker? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wüsste es gerade nicht, Digga, wenn es noch geben sollte. Ich glaube, es gibt nur zwei, Digga. Also haben wir wieder die schlechtesten quasi gezogen, den man ziehen kann. Oder gibt es noch einen, Digga, Belgien? Wen soll es noch geben, wenn nicht Mertens? Naja, Lukaku hat auch nur 85, glaube ich, ne? Ja, schreibt es rein, Alter. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es vielleicht noch einen gibt oder so. Egal. Wir gucken mal, was noch dahinter ist. Also... Ja, das ist eigentlich immer das Bitterste, wenn du halt einen Torwart ziehst. Ne? Es gibt halt Alisson 90, es gibt Courtois 89, es gibt
Oblak 89, es gibt Testegen 90. Digga, es gibt vier so high-rated Torhüter. Das heißt, die Chance ist so hoch, immer davon einzuziehen, das ist halt immer bitter, ne? Na egal, wir gucken mal, was dahinter ist, Leute. 3, 2, Digga, was ist los? Sawai. 3, 2, 1, let's go. Let's go, let's go. Komm, ein, zwei Walkouts noch, dann ist okay das Pack. Oh, Son, okay. Oh, okay, kann man machen, Digga, zwei Walkouts. Ah, okay, geht, geht eigentlich nicht. Also, eigentlich. Wir könnten mal irgendwann 85, 86, 87, 88, 89. Das wäre nice. Aber hier leider nicht. Okay, drei Walkouts. Hätte auch schlimmer werden können, wenn Son irgendwie vorne gewesen wäre oder so, aber. Gut ist das jetzt auch nicht, Alter. Depay zieht man auch so oft. Gulaschi zieht man auch richtig oft in diesen Packs, ne? Sommer, Alter. Ist auch. Ey, Digga, es gibt fünf Walkouts, die Torhüter sind. Gibt es wahrscheinlich sogar noch mehr. Okay, mit Icons und so Special-Karten noch mehr. Aber normale Goldkarten. Gibt es fünf Walkouts oder gibt es. Ich weiß nicht, ob es noch einen gibt, der mehr als 86 hat. Kann sein. Vielleicht gibt es 6, 7 Torhüter-Walkouts. Was soll das, Alter? Die Chance, dass du hier in diesem Pack ein Tor ziehst, ist so hoch. Haben wir auch schon oft, deswegen bittere Sachen. Naja, okay. Das Pack war wirklich nicht so gut, Leute. Vor allem, ich mag das nicht, wenn das Pack einfach nur Gold ist. Wenn nicht mal eine Special-Card da drin ist. Also sieht halt irgendwie ein bisschen langweilig aus, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Von daher, naja. Das war's, Leute, von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, macht die 1000 Likes vor, Leute. Ich bin ein bisschen demotiviert hier gerade. Ich würde mich sehr freuen, Leute, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Dann weiß ich, dass ihr weiterhin Bock habt auf die Packs. Dann schwitze ich weiterhin für euch die 2 Stunden hier rein, um diese verdammten Packs zu erspielen. Wäre nice. Lasst einen Kommentar da, Leute, für den Algorithmus, werden die Videos empfohlen, angezeigt, besser angezeigt und so. Schreibt in die Kommentare, was euer bester Spieler war, den ihr FIFA 21 gezogen habt oder was ihr aus eurem 85er Pack gezogen habt. Leute, wir haben ein saftiges Pack, 84er plus Spielerwahl. Wir gucken, ob es saftig sein wird. Ich bin gespannt, manchmal sehr, sehr nice, manchmal absolut lost. 3-2-1, let's go. Bitte, come on, gönn was. Come on, ich habe mich schon gefreut, wo ich einen Top gesehen habe. Gesal haben wir am Start. Nice, 86 rated, nicht so nice. Digga, es ist in Ordnung, ne? Ich meine, wir haben 3,87er. Wir nehmen, glaube ich, lieber Di Maria oder Fabinho mit. Ist eigentlich egal, wen sollen wir mitnehmen? Di Maria oder Fabinho. Gesal wird zwar fresh, aber 86er trotz 4 Stände Skills. Eigentlich gute Werte, ne? Eigentlich stabile Werte, aber ganz ehrlich, für SBCs wäre egal, welchen Spieler wir mitnehmen. Wir hauen den eh wieder in SBCs. Deswegen nehme ich dann doch lieber den Higher Rated mit. Es sei denn, wir brauchen irgendwann nochmal einen Tots. Obwohl, das Ding ist, ich habe eh noch ein paar Tots. Von daher würde ich sagen, Di Maria oder Fabinho. Maria, let's go. War okay. Immerhin muss man sagen, wir haben immer einen Tots gehabt. Muss man akzeptieren. Ist in Ordnung. Geht klar, aber geht auch besser, Leute. Naja.